Hallihallöchen, Hansbitty und willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Der König ist gestorben, das ist traurig. Mylin schläft. Nee, okay, sie schläft nicht, sie kämpft gegen ihre Magenschmerzen. Gut, müssen wir jetzt zum Schloss zurück. Heiraten können wir anscheinend nicht. Der Tod eröffnet neue Perspektiven. Wenn die Gesetze geändert werden, dann kann sich was verändern, aber aktuell ist die Rate noch bei 0%. Jo, König Olaf ist weg, König ist tot. Nun soll das Volk regieren. Okay. Ah! Wir werden gleich eine Versammlung einberufen. Die Fremden in der Stadt werden Zeuge historischer Ereignisse. Der Tod lässt Leue aufblühen. Wo ist die Prinzessin? Ja, das könnt ihr ruhig hier machen. Ist das Schloss gesperrt? Ja. Was willst du? Niemand darf das Schloss betreten. Oh Mann, okay. Dann. Naja, die Erlaubnis des Königs durch den Zoll zu gehen haben wir auch nicht. Der König ist tot, keine Verordnungen und Steuern mehr, aber. Das ist ja viel besser. Ja, Zukunft. Das ist ja. Oh, was? Bürger, ihr wisst, dass der König dieses Landes nicht mehr lebt. Ohne Führer haben wir das Recht auf uneingeschränkte Freiheit. Die Zeit ist reif, das Schicksal des Landes in die Hand zu nehmen. Ich erkläre meine Kandidatur als Vertreter dieses Volkes. Natürlich kann jeder hier für das Amt kandidieren. Noch jemand? Oh, wir könnten Bürgermeister werden. Ich werde auch kandidieren. Ist das der Croissant-Verkäufer? Ich bin nicht sehr beliebt, aber ich liebe diese Stadt und kann helfen. Gut, Louis, gib nur deine Absicht bekannt. Ich möchte eine Wahl abhalten, um dein Vorhaben zu legalisieren. Legalisieren? Achso, ja, okay. Schaut euch die Kandidaten an, bevor ihr die Stimme abgebt. Jean traf in seiner Rede genau den richtigen Ton. Die Leute glücklich machen, indem man ihr Land verschönert. Genial, dennoch stimme ich Jean nicht zu. Wir sollten alles brüderlich miteinander teilen. Ah, Kommunismus. Die Zukunft ist sicher, solange es Leute wie Louis gibt. Ich möchte die Steuern, die der König erhob, für die Stadt nutzen. Wirtschaftliche Freiheit bedeutet für alle Menschen ein gutes Leben. Kann ich auch wählen? Ach nee, es ist nicht der Croissant-Typ. Es ist der Wirtshaus-Fuzzi. Also ich würde Jean die Stimme geben, weil der hat sich halt auch informiert und alles. Der hat ja extra studiert und will hier, hat hier anscheinend gute Absichten. Ich werde Jean wählen. Und sie... Auch, keine Ahnung. Der Tod. Ja, wo ist die Prinzessin? Meine Oma sagt immer, bevor du eine große Entscheidung kriegst, denk gut nach. Hör außerdem auf Ratschläge von Spezialisten. Raub wird das entkommen. Für Hinweise gibt es eine hohe Belohnung. Ja, Und jetzt? Ach so. Oh, mal hinne. Wen soll ich wählen? Stimme für Jean. Die Wahl hat begonnen. Die Wahl ohne Stütz da drüben. Ich möchte die Steuern, die der König hoch für die Stadt. Ja, passt. Ich hab dich schon gewählt. Du musst mich nicht voll quatschen. Moment, ich schreibe noch. Wen will ich, Jean? Der Croissant-Dude verkauft immer noch alte Croissants. Und die Urne ist weg. Okay, Moment. Letty fehlt Kleidung. Du wirst unsere Kreation nicht tragen. Okay. Die Kleidungsdame ist immer noch unhöflich. Ja, was passiert denn jetzt? Hallo? Ja, ich will eure Ratschläge nicht. Wo gibt's jetzt das Ergebnis? Muss ich schlafen? Ich meine, bei drei Leuten das Auszählen braucht jetzt nicht so lange. Louis war der Trinker. Oder? Boah, ich weiß wirklich nicht mehr, wer Louis war.
Sie liegt immer noch im Bett. Okay. Hast du gehört, der König ist tot. Man sagt, er wurde ermordet. Ich möchte gerne wissen, wer es getan hat. Er wurde von allen gehasst. Er war auch ein Arsch. Ja, ich will doch nur durch den Zoll gehen, Mann. Die Wahl hat begonnen. Ja, die Wahl ist doch schon zu Ende. Muss ich mal raus aus dem Gebiet? Ach so! Ach. Okay. Na gut, dann gehen wir weiter. Strange. Vier Orte wieder. Oder drei. Quatros. Ich bin Quatro, der Anführer der Quatros. Willkommen in der Oase des blühenden Lebens. Wir Quatros sind immerwährende Reisende. Sind wir das nicht alle? Hallo Fremder, spielst du mit? Ja klar, Mann. Wie heißt das Spiel? Wüstenpoker. Aber du bist noch zu jung. Verdammt. Nee, mit Leuten, die so alberne Hüte tragen, spiele ich nicht. Was soll so, werden nicht eh betrogen. Schön, okay. Wir genießen jeden einzelnen Tag. Man lebt schließlich nur einmal. Sagt sie das Gleiche? Willkommen bei den Quadros. Wir sind Nomaden und lassen uns treiben. Hey Süße, ich bin Suse, die Tänzerin. Soll ich für dich tanzen? Den Tanz der sieben Schleier? Sorry, aber ich glaube, du bist noch zu jung. Verdammt. Alt genug zum Wählen, aber nicht alt genug für Wüstenpoker und Suses Tanz. Aloha, Ahola. Ein großer Fang macht glücklich. Das versüßt den gesamten Tag. Ein großer... Ja, okay. Ihr habt Standardsätze, ich sehe schon. Hat sie einen geheimen Eingang? Nö. Ein Schiff ohne Steuer, nicht schlecht. Okay, ja, nein. Das ist wirklich 1:1 das gleiche. Können wir irgendwas... Können wir schlafen? Nee. Also auch ein aktuell noch sehr useless Gebiet. Aber wir können dann wahrscheinlich irgendwann mit dem Schiff fahren. Von dem her merken wir uns das Gebiet mal. So, dann haben wir noch ein Dorf und nochmal ein Schloss. Ahola, Part 2. Hospital Dr. Emilio forscht nach Mitteln gegen Infektionskrankheiten. Er verteilt es kostenlos an der Rezeption. Ach, wenn wir bessere Medizin hätten, könnten wir mehr Leben retten. Dr. Emilio ist sehr verzweifelt darüber. Oh, wir dürfen einfach so ins Krankending. Oh, ist so heiß. Ich fühle mich schrecklich. Unser Kind leidet an Fieber. Dr. Emilio tut alles, was er kann. Wir lassen die Mylene jetzt einfach da. Also die macht sich irgendwie an uns ran und dann lassen wir sie zurück. Das kann ich gut heißen. Hi, Doc. Was ist los? Du bist krank? Du siehst doch kein gesund aus. Ich muss älter aussehen, dass ich einen Tanz genießen kann, Herr Doc. Gut, was haben wir denn noch in der Stadt zu erkunden? Da ist wieder eine Taverne. Hey, da ist Roy. Du kamst durch den Zoll, das muss ganz schön schwierig gewesen sein. Ich hatte der König von Loyal, wurde ermordet. Es kam zu Tumulten. Ach so, ich sollte unseren übermüden Gast nicht überanstrengen. Mach 10 Taler. Uff, nee. Meister, du willst nicht? Ach, wir werden uns wiedersehen, das weiß ich. Hast du die Prinzessin gesehen? Nach dem Tod des Königs verschwand sie aus Loyal. Seltsam. Ich dachte, dass du vielleicht was wissen könntest. Ja, wir sind durchgebrannt nach Vegas. Ich floh aus Spanien, dem angrenzenden Land. Es war der reinste Horror. Ein gleißendes Licht kam vom Schloss. Mir gelang gerade noch die Flucht, aber meine Frau und mein Kind. Ich habe dich noch nie gesehen. Wo kommst du her? Was? Kanalisation? Oh, da habe ich einige Geschichten gehört. Da war dieser Mann, der uns von seinen großen Träumen erzählte.
Er ist Columbo und er sagte, er suche nach einem neuen Kontinent. Er ging nach Spanien, um seine Geschichte zu erzählen. Ja, mal schauen, ob wir denen noch begegnen. Oh, es kostet 10 Taler, um zu speichern. Dieser Geizhals. Gut, checken wir erstmal den Laden ab. Wer jetzt drauf fliegt raus, Mann. Ey, 7 Damage weniger. Das ist ja toll. Aber die haben noch mal eine bessere Rüstung. Also nehmen wir die. Hast du noch irgendwas Neues? Nee, aber wir können ja noch mal 2 Gegengifte. Und diese Götterknollen sehen eigentlich auch lockend aus. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar finden, aber ich kann ja trotzdem ein paar schon mal einkaufen. Wofür habe ich jetzt eigentlich Orchideen gekauft? Voll unnötig. Oh, Glückselixier, jawohl. Ich fühle mich um 1 glücklicher. Im Schloss Toronia soll es 4 mysteriöse Bilder geben. Angeblich enthält es Juwelen statt der Augen. Das führte dazu, dass sich viele Diebe dafür interessierten. Aber keiner kam zurück. Oh, das sieht auch sehr interessant aus, das Gebäude. Es gibt jede Menge Sardinen, doch sie verderben leider so schnell. Es müsste einen Weg geben, sie länger haltbar zu machen. Könntest du auf eine Idee kommen, mein Freund? Ich heiße Heinz. Oh ja. Heinz hat hier auch kaum Industrie. Ohne Industrie gibt es auf Dauer keinen Fortschritt. Auch hier 0%. Bist du Columbo? Junge, kennst du die Quadros? Sie sind Nomaden und reisen umher. Sie tanzen, singen und handeln mit den... Achso, sie handeln nicht mit Menschen, sondern mit den Menschen. Okay. Das ist okay. Eine Kirche? Alle Menschen sind Kinder Gottes. In seinen Augen sind wir alle gleich. Lasst uns beten. Amen. Gottes Güte ist grenzlos. Er schützt die Schwachen. Meine Schwester liegt krank im Hospital. Ich bitte jeden Tag dafür, dass es hier besser geht. Okay, ja, Ahola scheint ja auch nett zu sein. Haben wir hier schon? Nee, Handwerk. Ich stelle gerne solche Töpfe und andere Dinge her. Ich soll einen schönen Kirchenschmuck entwerfen. Nur was? Vielleicht könnte ich ein wertvolles Mineral verwenden. Falls wir eins finden, komme ich vorbei, wenn ich es nicht vergesse. Gut, dann zahlen wir doch die 10 Taler, um zu speichern. Und dann würde ich sagen, das war's wieder für den Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.